Das ist der aus dem ersten Teil, Leute. Der Killer. Nein, das ist der Sohn von der Familie. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Roblox und dem Camping-Abenteuer. Wir spielen heute wieder eine kleine Roblox-Story, Leute. Und wir sind wieder beim Campen. Letztes Mal ist das Campen echt schief gelaufen mit der Münze in den Brunnen und so. Boah, ich hoffe, das passiert dieses Mal nicht wieder. Wir müssen jetzt hier an dieser Stelle mit dem Boot fahren, mit dem Boot zum Camping fahren. Da setze ich mich mal rein, gehe kurz in den Shop und hole mir nochmal ganz schnell eine Laterne für 150 Robux, Alter. Ganz schön teuer gewesen. Aber gut, Leute, wir fahren jetzt mit dem Boot los. Ich habe eine Laterne auf jeden Fall am Start und es geht rein. Also, auf geht's zum Campingabenteuer. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns drin. Oh, Leute, wir sind jetzt alle hier am Start und... Oh, da sagt jetzt schon mal jemand was. Willkommen zum Terra Park. Ich bin Park Ranger Daniel und ich fungiere als Campingguide. Wir starten eine kleine Tour, hab ein Auge für nützliche Items unterwegs. Alles klar, mein Bester, weiß ich Bescheid. Da hinten ist die Laterne, ich könnte kotzen. Egal, Leute, ist egal. Oh, das ist die Campsite. Daniel, das hier ist die Campsite? Ah ja, aber jeder will die Laterne da drüben kriegen, ne? Das ist halt genau die Frage. Wir sollen ihm jetzt folgen zur nächsten Location. Gucken wir halt mal. Daniel, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Okay, Bruder, die gehen gar nicht die Laterne holen. Ja, wir gehen jetzt einfach erstmal hier weiter. Vielleicht finden wir im Wald noch irgendwas Nützliches, Freunde. Man sieht aber die Laterne. Mit der funktioniert es gut. Daniel läuft jetzt erstmal hierher. Zeig. Oh, was ist das da hinten? Leute, kann ich da hin? Bitte! Nein. Wir sollen hier schlafen. Da sagt er, schlafen wir heute Nacht. Okay. Und er sagt jetzt, es gibt hier noch ein Badezimmer irgendwo. Na, da bin ich ja mal gespannt. Können wir jetzt hier runtergehen? Können wir jetzt bitte hier runtergehen? Da ist ein Item, ne? Jawohl, Leute, ich habe es. Was ist das? Und mit dem Ding können wir richtig schnell jetzt laufen. Wir haben einfach allen Leuten das Item geklaut. Okay, das ist natürlich gut. Also, geht so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind jetzt hier im Badezimmer. Daniel sagt, jo, das ist das Badezimmer. Hier kannst du dir die Hände waschen. Und Leute, ihr wisst, Hände waschen ist wichtig, ne? Okay, Daniel. Das Badezimmer habe ich hier schon erkannt. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich sorge mal für ein bisschen Licht in der Bude. Gar kein Problem. Der Spiegel ist ein bisschen dreckig, hat er gesagt. Warum ist denn der Spiegel so dreckig? Was ist denn da los? Hä? Was war das denn? Hallo? Oh mein Gott! Der sagt gerade, wir hatten elektrische Störung. Habt ihr gesehen, was da passiert ist? Da hing einer an der Wand. Oh mein Gott. Leute, was ist da denn gerade passiert? Okay, wir sollen jetzt durch den Wald gehen und ein bisschen uns aufs Campen vorbereiten. Aber, Mann, ich habe doch eigentlich gar keinen Bock zu campen. Hier ist ein Loch. Was ist das für ein Loch? Oh Gott. Leute, ich weiß wirklich nicht, was hier passiert. Aber es gibt hier ein Badezimmer. Und das war sehr unheimlich dort. Und hier ist das Camp. Okay, hey, Freunde, soll ich euch eine Campinggeschichte erzählen? Also, es war einmal ein kleiner YouTuber. Der hat alle Kinder gegessen, die beim Campen waren. Alle. Alle aufgegessen. Oh, oh. Oh nein, Camp Daniel sagt, nein, wir sollen es in zwei Gruppen aufteilen, die schlafen gehen. Ich will nicht. Ich will hier schlafen. Ich will nicht ins Klo gehen. Ich bleib hier oben, okay? Oh nein, bitte, lass mir... Nein, wenn mir was passiert. Hallo? Hallo? Es ist dunkel. Ich bleib hier sitzen. Hallo? Wir sitzen hier... Oh mein Gott, wir sind am Camp, an den Zelten. Ich will darüber! Oh nein. Leute, was ist jetzt hier los? Die haben keine Laterne da drüben. Wir sind die einzigen beiden mit einer Laterne hier. Ich habe jetzt hier auch noch irgendwie... so ein Getränk, dass ich schnell laufen kann, ja? Das ist interessant. Wir gucken mal, was passiert. Es ist etwas unheimlich hier drin, aber wir können das Zelt auch nicht verschließen. Was passiert hier bloß? Hallo? Oh, oh. Was ist das? Was ist das denn? Oh Gott! Oh Gott! Ich muss hier weg! Oh! Leute, da ist irgendwas im Wald. Hilfe! Boah!
nein, 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 er kommt, wir müssen ganz schnell hier rein, wir müssen ganz schnell da rein. Mach die blöde Tür zu, mach die Tür zu, bitte, wir gucken hier raus. Wo ist der? Der hat mir wehgetan. Oh Gott. Ah! Habt ihr das gesehen? Leute, was ist hier passiert? Er denkt, er ist weg. Wo ist denn hier eigentlich Daniel, der Tourguide? Habt ihr das gesehen? Was zur Hölle war das? Was war das, Freunde? Ey, wisst ihr, was das war? Das hat uns an den Zelten angegriffen, sag ich gerade, ne? Da oben ist mein Name, Leute. Alter! Daniel meinte, er muss das Badezimmer benutzen und wollte wieder zurückkommen. Deswegen hat er hier nichts mitgekriegt. Oh Gott. Bitte, ich habe Angst. Das war ziemlich komisch jetzt hier. Ich sage euch das, wie es ist. Ich leuchte hier lieber mit der Lampe. Das ist mir ein bisschen... Ich finde das ein bisschen... Oh oh. Daniel! Daniel, warum bist du einfach weggegangen? Daniel hat gesagt, er hat uns schreien gehört. Haben wir hier Gruselgeschichten erzählt? Bist du bescheuert? Hier waren keine Gruselgeschichten. Da war irgend so ein Typ draußen in weiß und schwarz und so und der hat auf mich geschossen. Was? Daniel glaubt uns das nicht, Leute. Er sagt, wir sind hier die Einzigen. Erzähl keine Lügen. Er meint, wir brauchen einfach nur Schlaf. Wir sollen schlafen gehen. Ja, Mann. Lass uns einfach nur schlafen gehen. Ich sag jetzt, Leute. Ich sage gerade, Daniel nimmt das alles ein bisschen zu leicht, ne? Lass ihn einfach mal suchen. Ganz ehrlich. Lass ihn einfach suchen. Ich will wissen, wo der ist. Okay, Daniel, ha? Du sagst, wir wollen jetzt hier ein bisschen rumgehen und ein bisschen Spaß haben. Läuft nicht. Oh. Okay, aha, aha. Ah ja. Wir sollen jetzt hier eine dicke Strecke laufen, oder was? Na, da bin ich ja mal gespannt. Die schaffe ich ja wohl locker mit meinem Energy Drink. Wir haben auf jeden Fall gut Leben verloren. Und ich hoffe, mir passiert nicht viel. Daniel ist auf jeden Fall da hinten und wir müssen mit dem mitgehen. Ne? Da hinten ist er. Daniel steht da und wartet auf uns. Wir sollen jetzt diesen Trail hier laufen. Und Leute, wenn wir einen Fehler machen, sind wir, glaube ich, tot, oder? Oh, nee. Wir laufen den Trail einfach und wir machen keinen Fehler. Das wäre nämlich echt schlecht. Hier ist der nächste. Wir gehen hier rein und springen hier rüber. Das klappt alles noch ganz gut. Und Daniel meint, wir schaffen das hier gar nicht, ne? Aber ich sag euch, wie es ist. Das schaffen wir locker, Freunde. Das schaffen wir locker. Der ist hier hoch, runter, da lang und entspannt. Sehr gut. Okay, Daniel. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gar kein Problem für uns. Jawoll! Was haben wir bekommen? Ich krieg ein... Oh, cool! Ich hab einen Toaster, ein Brot dafür gekriegt. Leute, das schafft ihr niemals. Das schafft ihr niemals. Ich esse das mal. Nam, nam, nam. Okay, okay, okay. Aber was ist hiermit, Bruder? Guck dir mal meinen Bloxo Energy an. Bloxo Raid. Ich hab hier auch eine Lampe, mein Bester, aber ich hab hier das Bloxo Energy Ding. Oh, oh, die Nacht kommt, Leute. Oh nein, wenn jetzt wieder der Mörder kommt, ne? Oh nee, ich gehe lieber zurück zum Camp. Ich will nicht, ich will... Nee, ich gehe jetzt nicht ins Badezimmer oder so. Oh Mann! Oh, oh, Leute, es regnet. Wir müssen schnell in die Zelte rein. Der Regen tut uns weh, ja? Ich gucke hier aus dem Zelt mal raus. Die sind jetzt da drüben. Daniel ist mit uns hier drin. Daniel? Ich fühle mich sicher, wenn du hier bist, okay? Aber wehe, du gehst weg. Dieses Mal bitte nicht. Dieses Mal bitte nicht, Daniel. Ich sagte... Was ist das für ein Geräusch? Daniel? Was ist das für ein Geräusch, Daniel? Der bewegt seine Arme, Leute. Es regnet halt, ne? Ich hab hier das Licht. Daniel, du... Es hat aufgehört, glaube ich. Daniel ist wieder da und bei dem ist jetzt alles goodie. Oh nein, das Feuer ist ausgegangen, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen Licht hier auf jeden Fall. Dem geht's nicht mehr so gut. Leute, wir müssen jetzt hier nach trockenem Holz gucken. Oh nee, gar keinen Bock, ne? Wir müssen Holz sammeln. Okay, ich sammle ein Stück Holz. Okay, ich sammle jetzt da. Da haben wir was.
Nee, das sind Steine, Leute. Sehr belastend. Wir müssen hier über die Brücke gehen, ne? Wir lassen Melchemy vorlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Aua! Ich hab einen Pfeil abbekommen! Oh mein Gott! Okay, der hat echt wie... Oh, oh, oh. Seht ihr den da hinten? Da läuft er wieder! Da war jemand! Habt ihr den gesehen? Oh Leute, habt ihr den gesehen? Ich sammle schnell das Holzstück ein. Gut collected. Vorsichtig. Ich gehe nicht weiter raus jetzt. Mir geht's nämlich nicht mehr. Da ist einer tot, Leute. Sammelt mal das Holz jetzt ein, ihr Faulenzer. Ich mache hier gar nichts. Okay, wir gehen. Komm, wir gehen. Wir brauchen noch Holz. Hallo. Oh, Sergio, ne? Sergio, komm mit. Wir müssen echt aufpassen. Der Mörder ist hier draußen. Wir sind jetzt ganz alleine. Okay, passt auf. Ich habe noch mein Getränk dabei, oder? Ich habe noch mein Getränk dabei. Wir können nicht alleine losgehen. Wir lassen ihn vorlaufen. Wenn der das Holz eingesammelt hat, passiert doch wieder irgendwas. Wo ist das da? Da ist das letzte Stück Holz. Ich sammle das ein. Okay. Ich renne jetzt einfach nach Hause. Und zwar so richtig schnell. Oh, ich will nicht, dass der Typ mich kriegt. Okay, wir haben das Holz besorgt und das Feuer ist wieder da. Sehr gut, Leute. Wir können uns hier hinsetzen und erstmal ein bisschen Spaß haben wieder. Und habt ihr das gesehen? Der kam eben aus dem Wald, ne? Hat geguckt und dann ist er weg. Good job, sagt er. Gut gemacht. Oh nein, er muss noch irgendwas graben. Er hat was in... Oh nee, etwas im Camp vergessen. Oh nö. Daniel? Daniel, du gehst jetzt hier... Oh oh. Daniel geht weg. Da wird gleich was ganz Schlimmes passieren. Leute, bitte nicht. Daniel ist nicht da. Wir haben das Feuer angezündet, aber... Was passiert jetzt hier gleich? Wir sind nur noch zu viert. Wir sind nur noch zu viert. Wir müssen echt vorsichtig sein. Wenn wir hier jetzt rübergehen. Was ist das hier? Oh nee, oder? Hört ihr das? Was ist das? Da ist das ein Walkie-Talkie? Es ist ein Walkie-Talkie, oder? Oh mein Gott! Das Ding fliegt in die Luft! Oh mein Gott! Ah, verdammt nochmal, Leute! Das ist Sprengstoff, das sind Minen! Nee, ne? Nee, ne? Bitte nicht, tu mir nichts. Oh Gott! Wer hat die hier gelegt? Wer hat die hier gelegt? Ich esse jetzt ein Sandwich. Ey, ganz ehrlich, Leute, die Minen wurden hier schon vor langer Zeit gelegt, habe ich rausgefunden, ja? Und irgendjemand hat sie jetzt aktiviert. Meint ihr, das war Daniel? Meint ihr, das war der Campingguide? Das macht er doch nicht, oder? Den hat's ja richtig erwischt. Daniel, wir müssen mal miteinander reden. Komm mal her hier jetzt, mein Bester. Komm mal ran hier. Wir sind nur noch zu viert, der Rest ist tot. Mann, der Rest ist einfach erledigt. Okay, er hat es gerade erledigt, was er machen musste, ja? Und fragt, ob wir in Ordnung sind. Fragst du das wirklich? Wir sind nicht okay. Hier waren überall Minen, Daniel. Überall. Und ich habe Angst vor dir. Ich gehe jetzt auf das Zelt da oben rauf. Ja, da komme ich nicht rauf. Er sagt schon wieder, was? Wir verschaukeln ihn. Er sieht was in dem blauen Zelt. Was ist in dem blauen Zelt drin? Da ist eine Gun! Da ist eine Waffe in dem Zelt! Da ist eine Waffe in dem Zelt, Leute. Da ist eine Waffe in dem Zelt! Oh oh. Joshua Roblox will ihn umlegen. Ich stehe da mit meiner Lampe. Ess kurz ein Sandwich. Nein, er kann ihn nicht umlegen.
Er kann ihn nicht umlegen, er kann es nicht tun. Er wollte Daniel umbringen, weil der war das alles. Aber er macht es nicht. Oh Gott, was passiert jetzt? Alter Schwede, Daniel. Der regt sich gerade auf, dass wir den fast umlegen wollten, ne? Und es sieht so aus, dass Daniel uns alles angetan hat. Aber wer weiß, ne? Es ist ziemlich hell, wir können jetzt echt alles sehen. Oh nein, heute Nacht gibt es einen Sturm, Leute. Wir sollen in den Bunker gehen. Oh nee, wir sollen in den Bunker gehen, in das Loch rein. Da hinten, das Loch, das große. Da sollen wir jetzt nicht echt reingehen, oder? Oh nein, wir gehen in das Loch rein. Okay, wir gehen in das Loch rein, aber ich will da ja gar nicht rein. Und diese Fallen an den Bäumen, die sind nicht mehr da. Die sind verschwunden. Okay. Hier ist ein Loch. Da will Daniel rein. Er will, dass wir in das Loch reinspringen, ja? Du willst echt, dass wir in das Loch da reinspringen, oder? Daniel, bist du wahnsinnig? Wo ist der? Daniel ist weg, Leute. Daniel redet noch mit uns. Er sagt, die Nacht kommt. Wir sollen aber irgendwie in dieses Loch da rein. Was passiert jetzt? Ist er jetzt irgendwie auf Toilette da oder so? Oh nee, ne? Oh nee, ne? Kommt rein, ich bin hier unten. Digga, ich spring da nicht rein. Spring du rein. Oha, Leute, die kommen nicht mehr rauf. Die sind da reingesprungen ins Loch. Die denken, die springen da jetzt. Was ist da? Was passiert da unten? Was passiert da unten, Leute? Okay, wir müssen da rein. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Aber wir müssen in diesen Bunker rein. Okay. Wir gehen den hinterher, Leute. Die sind sehr weit weg. Hier sind sie drin. Oh, oh. Schlangen. Die sind überall Schlangen. Nein. Wir müssen durch die Schlangen jetzt durchgehen. Okay. Energy Drink geladen. Ja, ich bin durchgekommen. Wir sind unten. Ich habe den Energy Drink getrunken, Leute, und bin durch. Ja, die haben gut Schaden bekommen. Oh, das wird heftig jetzt, ne? Wo ist Daniel? Wo ist Daniel? Der meinte, wir sollen hier reinspringen, aber hier ist nichts passiert. Vorsichtig. Wir klettern hier hoch. Gehen jetzt weiter. Oh, oh. Oh Gott. Ah! Die beiden, die sind tot! Oh nein, wer ist er? Das ist der Mörder. Daniel? Daniel, wer ist das? Warum macht er das mit uns? Leute, wir sind nur noch zu zweit. Wir sind nur noch zu zweit. Die anderen beiden sind tot. Wir haben alle verloren aus dem Camp. Er fragt, wisst ihr, wer ich bin? Warte mal, du bist Zack Nolan? Leute, das ist der aus dem ersten Teil, der Zack, der Killer. Oh nein. Zack Nolan, guckt euch an, wie schwierig der ist. Zack Nolan möchte uns jetzt auch umbringen. Er hat die Familie umgebracht. Wow! Nicht die ganze Familie. Das ist der aus dem ersten Teil, Leute. Der Killer. Nein, das ist der Sohn von der Familie. Der hat ihn eiskalt umgelegt. Der Sohn ist frei. Oha. Oha, was ist da denn gerade passiert? Digga, wilde Story. Ey, Leute, wer die Story auch geil fand, ne, der lässt jetzt ein Like da und abonniert den Kanal, Alter. Das war's mit der Camping-Story. Total geil. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Mann. Mich hat die Story richtig umgehauen. Geisteskrank. Wer Bock auf Part 3 hat, wisst ihr ganz genau, was ihr machen müsst. Hashtag Part 3 in die Kommentare. Denkt dran, Like da lassen, Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr die Folge auch nicht verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss geht raus.
Denominator out!